Hallo, in diesem kurzen Video möchte ich euch drei kleine Schritte erklären, womit ihr euch auf den The Taken King Release vorbereiten könnt, um dann, wenn das Update tatsächlich erscheint, gute Voraussetzungen zu haben, dort gescheit spielen zu können. Zum einen solltet ihr möglichst viel Glimmer, Vorhut und Schmelztiegelmarken anhäufen. Denn die Vorhut- und Schmelztiegelmarken bringen euch dann, wenn sie dann umgewandelt werden, Vorhut-Auszeichnungen, da das Schmelztiegel- und Vorhutmarkensystem ja abgeschafft wird. Und diese Auszeichnungen erhaltet ihr je nachdem, wie viele Marken ihr habt, und könnt sie dann einlösen, um den Rang für Toter Orbit, Kriegskult der Zukunft, Neue Monarchie, Vorhut oder Schmelztiegel zu erhöhen. Dafür kriegt ihr dann natürlich Pakete von den jeweiligen Factions, in denen gute Sachen drin sein können, wie beispielsweise legendäre Rüstungen oder Waffen. Sammelt außerdem in eurem Tresor möglichst viele Upgrade-Materialien oder Glimmer-Materialien. Die könnt ihr dann benutzen, wenn ihr knapp bei Kasse seid oder einfach die diversen Rüstungen, die ihr neu finden werdet, upgraden müsst. So empfiehlt es sich übrigens auch, Lichtpartikel, seltsame Münzen, exotische Bruchstücke, Aszendentenenergie und Aszendentenbruchstücke zu sammeln, da die ebenfalls entweder eingetauscht werden können oder zum Kauf von Waffen nützlich sein werden. Lichtpartikel kann man ja sogar einlösen, um Waffen zu leveln, was sie neu ins Spiel bringen werden. Demnach empfiehlt es sich auf jeden Fall, davon sehr viele zu haben. Es kann außerdem sehr gut möglich sein, dass es in The Taken King nicht mehr möglich sein wird, Drehmetall, Geistblüten und andere Materialien dieser Art für Marken zu kaufen, da die Vorhut- und Schmelztiegelmarken, wie schon erwähnt, abgeschafft werden. Wer sich also keinen Vorrat daran anlegt, wird möglicherweise genötigt sein, dann wieder auf Planeten rumzurennen und die manuell aufzusammeln, was nicht nur lange dauert, sondern auch verdammt langweilig ist. Solltet ihr die Materialien aber dann doch nicht brauchen, könnt ihr sie immer noch bei den jeweiligen Factions gegen Rufpunkte abgeben, was wiederum dafür sorgt, dass ihr mehr Faction-Pakete kriegt, die ich ja bereits erwähnt habe. Die enthalten legendäres Zeug, wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr das aber immer noch zerlegen für legendäre Marken. Dazu habe ich ein extra Video gemacht, Link in der Beschreibung. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen.